Erstes Testament, Jesus und die Samariterin. Sigrun Paschke. Geboren in Portugal und aufgewachsen in Südafrika, lebt und arbeitet die Komponistin, Pianistin und Akkordeonistin Sigrun Paschke zurzeit überwiegend in Deutschland. Ihr Musikstudium, Klavier und Orgel, hat sie am Stellenbosch Conservatory of Music in Kapstadt abgeschlossen. Seither hat sie vielfältige Erfahrung als Begleiterin, Solistin und Mitglied von Ensembles in unterschiedlichen Genres wie Klassik, Jazz, Musik des Balkans sowie afrikanischer Musik, Unterhaltungsmusik und Kabarett gesammelt. Sie hat schon mehrmals Konzerte im Dunkeln in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Südafrika an verschiedenen Theatern, in unterschiedlichen Konzertsälen und bei einigen Festivals gespielt. Im Januar 2011 nahm sie an der Konzertreihe Konzert im Dunkeln im Sendesaal Bremen teil. Ihre CD, die auf Afrikaans, ihrer Muttersprache Sterren die Donker, heißt auf Deutsch Musik im Dunkeln, wurde in Holland herausgegeben und eine neue CD ist gerade in Arbeit. Sigrun Paschke ist von Geburt an blind. Sie möchte dem Publikum eine Welt zeigen, in der man ohne Augen sehen kann. Eine Welt, in der die Musik keine visuellen Effekte, Lichtschauspiele oder Videoclips braucht, wo man abschalten kann von der täglichen Bombardierung von Werbung und Multimedia. Der Maler Caspar David Friedrich drückte es so aus: Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehst dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zurückwirke auf andere von außen nach innen. Jesus und die Samariterin. Begegnung am Jakobsbrunnen. Als uns ons oogmerk für uns angescheit in die Warbel leer waardeer, kann uns op looprak mit uns inbescheid in uns vooroordele ferne weer. So? Wenn wir uns öffnen für unsere Unterschiede und lernen, das ganze Chaos und Durcheinander zu schätzen, können wir unsere Ähnlichkeiten feiern und die Vorurteile zerpflücken. Also, so wie sich im Gleichnis zwei vermeintliche Vertreter einst vereinter und dann verfeindeter Völker, Samariter und Juden, begegnen, ist der reale Jakobsbrunnen durch die Zeiten umgeben von der Uneinigkeit der Völker und Religionen. Mindestens seit dem 4. Jahrhundert nach Christus gibt es Belege für einen Brunnen in Samarien am Fuß des Berges Gerizim in der Nähe von Nablus, früher Sichem, der als Jakobsbrunnen in ein christliches Kirchengebäude integriert war. Die Ortstradition des Brunnens geht auf Angaben aus der Bibel Genesis 33, 18 bis 19 zurück, nach denen der israelitische Stammvater Jakob hier ein Grundstück gekauft haben soll. Seit dem 4. Jahrhundert wurden über dem Brunnen mindestens 5 verschiedene Kirchengebäude unterschiedlicher Ausrichtung christlichen Glaubens errichtet und immer wieder zerstört, durch Vertreter gegengerichteter Religionen, gegengerichteter Völker oder durch Umweltkatastrophen. Heute liegt der Jakobsbrunnen unterhalb einer griechisch-orthodoxen Kirche im palästinensischen Autonomiegebiet und damit weiterhin im Kreuzfeuer völkischer und religiöser Uneinigkeit. Wenn es dir so nicht gefällt, dann mach's eben anders, so wie du möchtest. Verschau, als je wil. Sit op jou vrolijke brau. Sing, boogspring, skater en gul. Maar as so gedoen, die jou grief en laat grau. Verschau, als je wil. Mach's eben anders. Setz deine fröhliche Brille auf. Sing doch, spring doch, lach und juble doch. Und wenn so ein Getöse dich anwidert und ekelt, dann mach's eben anders. Wir möchten unser Publikum herausfordern und einladen, zugleich die Augen für wenige Minuten zu schließen, um den anderen Sinnen wie Geruch, Gehör und Tastvermögen die Gelegenheit zu bieten, die Bilder zu gestalten. Jesus und die Samariterin ist das Bibelgleichnis, auf dem dieses Stück beruht. Jedoch ist es nicht auf irgendeine bestimmte Religion beschränkt, sondern die Geschichte enthält eine universale Botschaft für alle, egal woran man glaubt.